Hey ho und herzlich willkommen. Willkommen zurück eventuell. Hier in Eastshade mit mir im Vorbunder, der immer ruhiger wird, immer entspannter. Und sich hier schon schön umgesehen hat. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder auch zum ersten Mal. Dann holt ihr vielleicht die ersten beiden Folgen auch noch nach. Kann nicht schaden. Sehr, sehr schön hier. Aber wir haben auch einiges zu tun. Den werde ich jetzt hier gleich mal ansprechen, den Hirsch, den Damschen. Da hinten liegt aber noch was Stoff. Und das brauche ich auch. Leute, dann machen wir direkt weiter. Viel Spaß dabei, ne? So, wo war er? Hier vorne. Quatschen wir den direkt mal an. Ah, a newcomer. In the future, if you're ever in need of carriage to Nava, oh, russischer Akzent. I'm your driver. Was? Du kannst auch Kutsche fahren? Was jetzt echt? Das merken wir uns. Obwohl, das komm, das machen wir direkt. I said in the future. I won't take you right now. Okay. You're a newcomer. And you've never been to Nava. Is not so far. Nicht weit. And the walk is lovely. Everyone going to Nava for their first time should approach by foot. I won't be the one to cheat you out of an enriching experience. And if it's the cost of the toll bridge you're worried about, know that you would have to pay it whether you're riding with me or not, if it's your first time crossing. My ox is strong, no? Okay, wir sollen also erstmal nach Nava gehen, bisschen Lehrgeld zahlen und so. Finde ich auch richtig so, dass man hier mehr oder weniger gezwungen wird, die Gegend zu entdecken und in aller Ruhe sich mal umzusehen. Da sammeln wir ja als Maler, die wir sind, oder Malerinnen besser gesagt, Inspirationen. Ja, so ist das. Ach, hier geht es, glaube ich, zurück zum Turm. Kann das sein? Ich wollte ja sowieso auch nochmal mit dem Typen in der Höhle unten sprechen. Ob der vielleicht über den Turm was weiß da vorne. Ich würde den so gerne betreten. Das ist ein kaputter Weg, oder? Führt ja auch noch irgendwo hin. Oh, der sieht spannend aus, der Weg. Aber da müssen wir später lang gehen. Seht ihr, es ist schon wieder... Es ist jetzt so viel zu entdecken, dass man sich gar nicht entscheiden kann. Wo man denn jetzt wohl am besten zuerst langläuft. Er ist nicht da. Oder schläft er noch? Oder schläft noch? Wir sind früh dran, Leute. Wir sind echt früh dran. Ja, okay. Lass mal den pennen. Das ist ja ein friedliches Spiel hier. Das ist so ein bisschen das Prinzip. Und auf das wollen wir uns auch so ein bisschen einschießen. Also jetzt nicht die Leute stören. Und hier komme ich, glaube ich, nicht weiter. Okay. Kommen wir später wieder. Uns schreibt ja nichts. Ne? Laufen wir mal nochmal hoch und dann gucken wir mal, ob wir diesem gruseligen Weg etwas folgen. Hops. Genau, gehen wir hier mal lang. Da unten sieht es auch so kaputt aus irgendwie. Aber wir finden dann neue Orte und außerdem mag ich auch gerne mal ein Bild malen von so etwas düsteren Orten. Oh, guck mal hier. Alt Lindo. Sehr alt. Man sieht da und dann werden wir wieder hier erleuchtet. Was ist das denn? Eine alte Flasche? Völlig kaputt hier. Da waren die Orks wohl schon da. Also. Oh, wow. Hier gibt es eine Menge zu entdecken und auch niemand da.
können wir auch leider nicht drin schlafen, glaube ich. Naida, die Wasserfüchsin. Silas breitete die Decke an einem sonnigen Fleckchen aus. Seine Wasserfüchsin Naida schnüffelte auf der Suche nach einem Nest voller Eier in der Gegend herum. Da sein Magen knurrte, zog er seinen Beutel glasierte Kekse und etwas Beerenwein aus seinem Rucksack. Naida heulte aufgeregt, sie hatte ein Nest gefunden. Mit einem ordentlichen Knirschen knackte sie ein Ei und leckte den Inhalt heraus. Ah, lecker. Bevor sie die Schale beiseite schob, Selius zog eine Grimasse, als sie sich an das zweite Ei heranmachte. So bezaubert er Wasserfüchse fand. So bezaubernd er Wasserfüchse fand an ihre Essgewohnheiten, konnte er sich einfach nicht gewöhnen. Ja, ist halt ein Fuchs, ne? Du Fuchs. Komm, alles mitnehmen, einsacken hier. Da liegt noch was. Da ist das Holz ganz wichtig. Da bauen wir unsere Staffel Leimwand raus. Oder Leinwand, besser gesagt. Oh, es regnet seit mehreren Wochen. Tonnenweise Wasser in einem nicht abreißenden Strom. Unser Zuhause steht voller Eimer, um die Tropfen aus den immer mehr werdenden Lecks aufzufangen. Wie sehr ich mich nach einem klaren Himmel sehne. Das unaufhörliche Tropfen raubt mir jeden Schlaf. Es ist eine Katastrophe passiert. Kurz nach der Sonnendämmerung letzte Nacht sind die Rotfedern von einem Ächzen und Knarzen aufgewacht. Sie haben ihre Kleider gepackt und sind herausgerannt, gerade noch rechtzeitig, bevor ihr Haus, von seinen Stelzen gekracht und ins Flussbett gefallen ist. Das haben wir gesehen draußen. Madame Bäckerin hat angeordnet, dass wir ganz Lindo evakuieren sollen, bis wir Gelegenheit bekommen, unsere Häuser gegen Fluten zu wappnen, ja. Oh, schreckliche Nachrichten. Und das nur einen Tag, nachdem wir unser Verlassen und ein Lager auf dem Hügel aufgeschlagen haben. Manchmal stimmen die Texte nicht so richtig. Unser gesamtes Dörfchen ist den Hang herab und in den Fluss gerutscht. Fast die Hälfte des Hangs ist vom Hügel gebrochen und hat unsere Häuser mit sich gerissen. Was für ein schreckliches Unglück uns dieses Wetter gebracht hat. Ja, ein Erdrutsch, ne? Ist eine gefährliche Sache, so ein Erdrutsch. Das passiert schon mal, wenn man am Hang wohnt, ne? Oh, schön. Das ist die Brücke. Das ist die gleiche Brücke. Ob ich nur mal hier unten noch so ein bisschen... Das finde ich auch schön hier. Hier möchte ich mal was malen. Wir sind ja hier. Wir sind doch zum Malen hier. Von hier oben? Ja, Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, ob man sich diese Gemälde, die man hier anfertigt, auch irgendwie exportieren kann. Das muss ich noch nachgucken. Ich mache jetzt hier ja auch gerade so ein kleines Batch-Recording, sage ich mal ganz ehrlich. Natürlich. Eine kleine Session. Das ist zu tief, da komme ich nicht durch. Gut. Aber wenn ich jetzt ausschalte, muss ich da noch ein paar Sachen drüber nachlesen mal. Aber erstmal ist es ja schöner, wenn man sich hier diese ganzen, ja, die Dinge selber erkundet. Und die eigenen Erfahrungen sammelt. Das ist genau darum geht es ja auch hier so ein bisschen. Ja, das ist jetzt nicht mehr so schön. Dann eher da unten. Mal gucken. Von hier aus irgendwie war das, glaube ich, noch ganz gut. Wenn es nichts ist, können wir es ja auch wegschmeißen. Aber ich finde das so ganz gut. Pass mal auf. Wir probieren es nochmal. Ich habe noch eine Leinwand da. Ich könnte sogar noch eine neue herstellen. Zack. So, das finde ich eigentlich schon genau richtig. Traumhaft, oder? Wie ich malen kann. Mit einem Mal in Cardlife konnte ich das noch nicht. Nur mit Hilfe von Photoshop. Schön. Ich finde das gut, das Bild. Also wirklich, das hätte ich jetzt auch gerne irgendwie exportiert. Ich muss mal nachgucken, ob das geht. Irgendwie müssen diese Files ja irgendwo gespeichert sein. Wir laufen zur Brücke. Wir haben ja gesagt, wir wollen heute mal zur Brücke gehen. Dann machen wir das auch. Nur aufpassen, dass wir in der Stadtnähe bleiben. Ich habe jetzt doch ein bisschen Respekt vor der Nacht, ne? Wie wir wissen, sind die Nächte hier sehr, ja, ich weiß nicht, entweder sehr kalt, es sah mir so aus wie Kälte, die Animation, die da so aufpoppte. Aber es kann natürlich auch alles sein, ne? Magie, gruselige Wesen, keine Ahnung, die Nachtgeister, sonst was. Eine Zollbrücke, ja, aber ich habe ja auch Geld, ich habe ja was... 60
Ich hab nur... Was passiert denn? Ja, genau. Ich hab nicht genug. Das Wasser ist zu tief. Die Brücke ist zu teuer. Dabei sieht das da hinten so schön aus. Das würde ich mir gerne angucken. Vielleicht kauft der Fischer uns ja noch mehr Bilder ab. Thanks again for that painting. Damn fish aren't biting today. Okay. Tja, dann eben nicht. Dann laufen wir eben nochmal auf die andere Seite. Zum Glück ist es ja sehr schön hier. Hier war doch auch der... Ja, genau, dem haben wir noch Federn zu geben. Aha, my fellow bookworm. Ich habe 3 Federn. Oh, wonderful. Hopefully this is enough to last me a while. Thank you very much. Jo, bitte, du Eule. I scouring the forest floor for these. If you find any more, I'll pay you one glowstone apiece. Is there something else? Mal gucken, ob ich von dem noch irgendwas erfahren kann. That building was part of the original town of Lindau. I've heard a ghost. Da wohnt ein Geist, das habe ich schon fast gedacht. If you're interested in an adventure, it's a lovely spot for a nighttime stroll. Wie nächtlicher Spaziergang. Vielleicht gibt es irgendeine Art von Ausstattung, die wir noch bekommen können, damit wir auch nachts draußen rumrennen können. Ich würde ja da jetzt gerne nachts zum verlassenen Turm gehen. Sehr gerne sogar. Was ist jetzt mit diesem Architekten? Ah, that would be Azad. Hm, genau der. Brutally honest and highly misunderstood man. Undoubtedly too curt for his own good. Perhaps that's why many Lindau folk found it difficult to maintain amicable relations with him. Hm. Alt-Lindorf, ja. That's where Katastrophe. I live, when I'm not camping. My house was the only thing standing after the mudslide. Ach, du hast da dein Bett hingestellt. Okay, ich glaube, ich habe den Haus gesehen. I'm certain you did. Did you manage to take a peek inside? Das war gut gemacht, ne? Dass das Spiel das alles so mitbekommt, wo man so war. Oh, good. I hope you found something to read that was of interest to you. Ja, da haben wir ja auch was gelesen, stimmt. Many of the folk from Old Lindau moved there after the mudslide. The library there is of a historic note. Bibliothek, die möchte ich auch sehen. Oh, es gibt noch so viel zu sehen. Aber ich glaube, jetzt wissen wir erstmal Bescheid. Leb wohl, bis zum nächsten Mal. Du bist mir eine große Hilfe. So belesener Mensch, ja. Belesene Menschen sind irgendwie immer gut. Haben viel Ahnung und so. Oder jedenfalls wissen sie viel. Ob sie dadurch besonders schlau sind, möchte ich gar nicht sagen, aber... Ist auf jeden Fall was wert, ne? Aber wunderschön, die Blumen und so. Herrlich. Da steht immer noch das Bild von dem Kind aus der ersten Folge. Das hat sich Gott sei Dank verkrümelt. Das war so ein bisschen nervig. Naja, was einen so nerven kann hier in so einem Spiel, ne? Es ist so schön und ruhig. Ich glaube, ich kenne den Weg inzwischen schon so ein bisschen, ne? Ah. Unser Schiff. So, da müssen wir hin Richtung Turm. Da liegen auch noch so Kisten und so. Ich weiß nicht, kann ich denn hier ins Wasser gehen? Ich glaube nicht. Nee. Hier ist so eine Barriere. Aber wenigstens verhakt man sich hier nicht. So, hoffentlich ist der jetzt auch mal aufgestanden. Wollen wir mal sehen. Ja, da sitzt er wieder in seinem Stuhl. I was about to head into town to share news of your survival. You should go there and let them know yourself. Das ist doch mal nichts Neues für uns. Danke für deine Hilfe. On your way then. Mensch, jetzt sind wir 3-mal zu dir hingelaufen. Und das war ganz umsonst. Aber so ist das manchmal. Mal hier in das Haus gucken. Weil es ist ja eure Katzen. Ach, das ist hier diese, ja genau, die Kutscherin, ne? Das finde ich ja super. Aber hier geht's aber auch nochmal. Wow. Okay, das finde ich ja super hier. Warum habe ich das noch nicht entdeckt? Ist auch alles sehr schön gemacht, doch. Auch viele Details und so, gut.
Ah. Mal ganz konservativ ein Screenshot gemacht. Ja, jetzt brauche ich jemanden, den ich nochmal anquatschen kann, damit ich auch noch mehr Geld verdiene. Hier, was kannst du denn nochmal für mich tun? Aren't I good at flying? Ja, stimmt, du kannst nicht gut fliegen. Das kannst du wirklich. Du fliegst gar nicht richtig, blödes Kind. Thanks! My dad says that I can do anything as long as I put my mind to it. Ja, das mit dem Fliegen überleg dir besser nochmal. Du bist ein Reh, wenn ich das richtig sehe. Du bist keine Aufgabe von diesen Eulenwesen. Die können vielleicht höchstens mal, ja, die können fliegen. Vielleicht eher mal als du. So, pass auf, da ist ja noch so eine Brücke auf die andere. Ach ja, und hier standen auch noch Leute, genau. Hier stand doch noch irgendwo einer. Und da liegen noch Sachen. Oh, es war einmal eine alte Frau. Stell dir vor, ah, der Turm. Sie betrat einen hohen Turm direkt an der Küste. Sie picknickte auf der Spitze und beobachtete das Meer, bis es sehr, sehr spät war. Dann wollte sie zurück nach Hause, um ihre Katze wiederzusehen. Sie ging die Treppe hinunter, weil sie so müde war, fiel sie und starb. Sie wurde zu einem Geist und spukt nun im Turm. Jede Nacht macht sie das Licht an, damit ihre Katze sie findet. Aber die Katze kommt nicht, weil sie solche Angst vor dem Turm hat. Ah. Das macht Sinn. Ja. Tragisch manchmal. Ach, das ist wieder die Sonnenfinsternis. Das ist jetzt nicht die Nacht. Okay, und du? Watch your step there. Lots of moving boxes around here. Umzugskarton, you're looking a little waterlogged. Guessing he just came in off of that ship. Think he even got some seaweed hanging from your ear. Ja, ich bin schon eine Zeit hier. Ich bin ein Wrack. Yeah, we all have those days, right? I mean, my dad got in a shipwreck once. He wasn't as lucky as you, though. Oh, no, he's fine. Just lost his leg is all. Now he gets to order us around even more. So, you'll probably be exploring all over, right? Would you do me a huge favor? Ja, klar, klar. My brother loves raspberry-filled pastries. Loves them. He can't get enough. But raspberries don't grow here. So, he puts in an overseas order every 2 weeks. It's crazy, really. Aber the echt. Thing he hates is grape-filled pastries. I mean, we all hate them, obviously, but he hates them even more. He'd destroy them all if he could, you know? He once saw an old lady eating some, and he grabbed the box and threw it in the ocean. It was the craziest thing. Okay, so what I did was fill his raspberry pastry bag with, grape pastries. Can you imagine what he's gonna do when he eats one? He'll go insane. He's always suspicious of me doing something like this, though, so it would be perfect if you could play along and act like you're a delivery person. Ja, klar, machen so, wir das. Wir kriegen ein bisschen Ärger. Will you deliver him to him? Ist ein toller Plan. Perfect. You gotta play the part, though. Really make them think they're raspberry pastries. This'll be great. Here, take these. My brother lives over in Nava, so I'll meet you there in a few days, eh? I'll probably be near the bakery. You just come find me, and I'll point my brother out to you. Okay. Na toll. Ja, der ist auch in Nava. Das bringt uns jetzt im Augenblick überhaupt nichts. Aber über diese Brücke hier wollte ich noch rüberlaufen. Da stehen auch noch Leute. Brauchen dringend noch mehr Aufträge, die wir hier auch irgendwie erledigen können. Das ist hier wohl der Hafenmeister. Ja, hier bin ich auch schon mal lang gelaufen, aber das ist die Kapitänin, ja. Die weiß jetzt auch nichts mehr, oder? Only Annabelle could sail the seas once more. Annabelle ist ihr Schiff. How cruel can this world be? Ja, du bist ja auch jetzt nicht gerade besonders nett, ne? Kannst du nicht ein anderes Schiff bekommen? Blasphemy! For the broken-hearted. Now leave me be. Ja, lass dich auch in Ruhe. Du bringst uns nicht weiter. Er ist wieder der Schlepper. Den habe ich auch schon dreimal angequatscht. Vielleicht können wir doch noch auf das Schiff hier laufen. Ich glaube, ich habe das noch nicht versucht. Ich habe da so meine Zweifel. Ja, kommen wir nicht rauf. Ist denn diese Finsternis nicht mal langsam vorbei? I know that I can do it if I put
put my mind to it. Ja, genau, das habe ich nämlich gemeint. Schaut euch das an. I can't fly if I don't even try. Der Bekloppte, you're das gibt's doch wohl nicht. Lenny. You need to come down right now. You're going to get hurt. Das habe ich nämlich befürchtet. What? Why? If you don't all turn right now, I'm gonna jump! Okay, okay. Everyone turn around. I flew! I can't believe it! I flew! Of course you did. I'm just glad you're back down. Don't do that again, okay? Ich bin geflogen, meinte er jetzt. Okay, now that I know I can fly, I won't do it again. Super Logik, ja klasse. Okay, kann ja fliegen. Und wir haben es alle nicht gesehen. Das ist wirklich nett. Hier wollte ich auch nochmal nachfragen. Hier war der Typ mit dem, der hat immer noch den Korb auf dem Kopf. Would you be a dear and fetch some soap from Amin's house? Ja. It's just downstairs. Aus Eminems. And across the courtyard. Eminems Haus. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo das ist. Die Treppe runter, was? Would you be a dear and gleiche Treppe runter und auf der anderen Seite des Hofs. It's just down the stairs. Ich hol Seife. Ja, ich hol Seife. Also Treppe runter, gleich gegenüber. Das dann wahrscheinlich, ne? Klopf, klopf. Hallo. Guten Tag. Was machst du denn da? Thanks again for the canvas. Sanja, genau, Sanja. Okay, bis bald. Hello there. Can I help you, traveler? Könnt ihr mir was Seife leihen? Soap? Well, certainly. May I ask why? Ja. Das ist etwas verrückt. Warte mal, ihr Kopf steckt in einem Krug fest. Ich bin immer ehrlich, warum soll man hier rumschubbeln? Is he a friend of yours? Ich kenne ihn kaum. Well, I shouldn't gossip then. He's just such a peculiar man. And you know what? I think Lenny is going to have some real issues when he grows up. Well, you've seen him. The boy is unhinged. And not just that. I've been hearing a lot of yelling coming from that house. I think it's quite a broken home. Oh. You know, I imagine you'll be traveling all around this island, being a tourist and all. Perhaps when you get to Narva, you should let the sheriff know about Isan. I think it's only right, you know, for Lenny. Okay, ich werde dem Sheriff Bescheid geben. Ja, ich weiß auch. Ich denke mal drüber nach. Warum machst du das denn nicht? Well, it's a small town. If word ever got back to Isan that I was the one who reported him, things might be a little awkward. Being such a close neighbor and all. Ja, dann sind wir hier, genau. Ich denke drüber nach. I think it'd be best for the child. Krieg jetzt die Seife. I only have his best interest at heart. Isan is not a stable man. And wholly unsuitable to be a parent. Here, this will help you with the toll. Right. Oh. Well, here's some soap. Safe travels. Danke. Immerhin habe ich jetzt nochmal, warum auch immer, Geld bekommen von ihr. Ja, weil ich ja versprochen habe, da irgendwas zu melden, aber ich weiß das gar nicht. Ich muss erstmal über den mehr rausbekommen. Vielleicht ist der ja netter als die. Das ist ja bloß Intrigantin. Intrigantin, so, jetzt habe ich es. Intrigantin. So, hier hast du deine Seife. You have the soap. Well, let's try this thing then. Here, let me have that soap. Well, I guess it was convenient that you dropped in when you did. Thanks for getting Nika. Well, you are a nosy tourist, aren't you? Beeswax! Yeah. I mean? That nosy, stuck-up, goody-two-talon... if you had to deal with what I have to deal with... She just doesn't like me because I'm not posh like her. This whole town is stuck up. Them and all their judging eyes. You know what? Get out of my house. You're just like everyone else in this town. Du bist ja doof. Coming in here and telling me I'm a bad father? Get out!
Er hat nie gesagt, du wärst ein schlechter Vater. I know that's what you meant. Just get out. Hm. Komm, gib mir noch eine Chance. Ich war doch get schon... out! Boah, der erste richtig fiese Typ hier. Vielleicht bist du zu instabil, um ein Kind aufzuziehen. Ich hole das Jugendamt. Oh, was? Easy does it. Do you know your name? Ich bin der Vorbudler. Die Vorbudler. Okay, just have to check. Standard protocol when someone gets hit in the head like that. Okay, and do you remember what happened? Isan hat mich angegriffen. Ich sag mal hier, er hat einen Streit. Isan said you provoked him. Is that true? Blödsinn. So, why did he punch you? Keine Ahnung, er ist verrückt. Ich habe ihm gesagt, er ist ein schlechter Vater ist. Soll ich sagen, dass meine Schuld ist? I'm not assigning guilt to anyone. I'm just trying to get the facts straight. Okay, du bist ja hier der Sheriff. Listen, der I think I know what's going on here. As an official, I'm obliged to tell you, in the future, in situations like these, never confront the parent, ever. It's most likely they will deny and defend, and no good can come of that. Okay. If you suspect something, report it. Okay. Don't take it into your own hands. Okay. You stay clear of Isan now, and he'll stay clear of you. I'll be on my way now. Okay, ich habe verstanden. Der dicke Bär, ja, ist der Polizist hier, der Polizistenbär. Okay, ja, wir sollen es ein bisschen raushalten. Wir sollen ihm lieber Bescheid sagen. Der sieht auch aus, als könnte er hier gut aufräumen. Ja, dann werden wir hier vielleicht da nochmal Bescheid sagen. Aber nicht mal heute, Leute. Jetzt reicht's erstmal wieder. Wir haben genug erlebt. Oh mein Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich dachte, das wäre ein ruhiges Spiel. Aber ich habe hier nur echt ohne euch was zu tun. Und außerdem habe ich auch schon ordentlich eins auf die Nase bekommen. Nun denn, fand ich sehr witzig. Aber da irgendwie räche ich mich mal an dem. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schaltet dann wieder ein. Bis dahin. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch auch keine Angst einjagen von so schlechten Vätern.